Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst am ersten Sonntag nach Trinitatis. Wir haben ihn am Freitag vorher bereits aufgenommen. Haben Sie schon mal etwas vom schlauen Hans gehört? Der schlaue Hans ist ein Pferd. Das konnte rechnen. Also nicht wirklich. Aber es hat immer so ausgesehen, dass der schlaue Hans genauso oft mit dem Huf aufgetreten ist, bis die genaue Anzahl der gestellten Rechenaufgabe erfüllt war. Nur eines, wenn sein Besitzer, der daneben stand, die Lösung nicht kannte, kannte sie der Hans auch nicht. Und drum ist man dem schlauen Hans auf die Schliche gekommen. Er kann gar nicht rechnen, aber er hat eine Wahrnehmung, wenn sein Besitzer das Geringste in seiner Körpersprache verändert hat, sozusagen in der Erwartung, ohne dass er direkt ein Zeichen gegeben hat, dann hat der schlaue Hans das wahrgenommen. Leider wurde diese Beobachtung, mit welcher Feinsinnigkeit Tiere wahrnehmen können, nicht weiter verfolgt. Eine Chance, ein bisher unbekanntes Gebiet im Tierreich zu erforschen, war zu Ende. Warum ich Ihnen diese Geschichte vom schlauen Hans erzähle? Nun, in der Predigt, da begegnet uns auch eine unwahrscheinliche Chance, ein Blick in eine andere Welt, die aber leider, kurz nachdem die Apostel die junge Kirche gegründet hatten und alles gemeinsam hatten und alles geteilt haben, wieder aus der Weltgeschichte verschwunden ist. Bevor ich mit Ihnen singe, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass ich keinerlei Appelle erhebe, einer bestimmten politischen Richtung anzugehören. Ich möchte Ihnen nur das Evangelium verkündigen, wie es heute in der Apostelgeschichte niedergelegt ist. Der dreieinige Gott segne unseren Gottesdienst aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du bist ein Gott des Lebens. Deine Stimme hat uns auf deinen Weg gerufen und dein Wort gibt uns täglich neuen Mut. Lass uns auch heute auf das hören, was du uns sagst, in den Liedern, die wir singen,
in den Worten, die wir hören, in den Gebeten, die wir sprechen. Hilf uns, nach deinem Willen zu leben, dass wir dich und unsere Nächsten lieben und auf dein Wort achten. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Wir hören die Lesung der Epistel, wie sie geschrieben steht im ersten Brief des Johannes im 4. Kapitel. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er es ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Den Predigttext für heute lesen wir in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber,
der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Soweit das Wort für die Predigt. Der Herr segne es an unseren Seelen in der Kraft seines Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, diese Momentaufnahme aus der jungen Kirche, dieses Miniaturgemälde einer Gesellschaft, die versucht, Gerechtigkeit zu leben, das ist der Grund, warum ich Ihnen bei der Begrüßung die Geschichte vom schlauen Hans erzählt habe. Was mir dabei aufgefallen ist, es ist beides Mal ein Blick in eine vergangene Welt. Für einen Moment war ein Zeitfenster geöffnet, um Ungeheures wahrzunehmen. Beim schlauen Hans die Möglichkeit, die ungeheure Wahrnehmungsfähigkeit der Tiere bis in die kleinsten Veränderungen der Körpersprache zu deuten und entsprechend zu wertschätzen. Aber man hat den schlauen Hans als einen Betrüger abgetan. Und in unserer Predigt, in unserem Predigttext, in dieser Geschichte der Apostel, die Möglichkeit, eine Anschauung vom Reich Gottes zu sehen, wie wir es gebetet haben, wie wir es beten im Vater unser, dein Reich komme. Eine Momentaufnahme, in der etwas aufblitzt wie ein Witz, ein Traum einer gerechten Gesellschaft. Leider hat er nicht sehr lange angehalten, denn in unmittelbarem Anschluss an unsere Stelle von diesem Josef aus Zypern, genannt Barnabas, da wird eine andere Geschichte erzählt, auch von Zweien, die einen Acker verkaufen, aber Gott und die Apostel betrügen wollen und einen Teil des Geldes für sich behalten und dann Rede und Antwort stehen müssen, wenn sie das Geld gewollt hätten, warum haben sie dann so getan, als hätten sie es der Gemeinde geschenkt? Also lange hat dieser Urkommunismus der Urgemeinde, wie er auch genannt wurde, nicht angehalten. Das Fenster ging zu, die Zeit hat sich geändert. Was geblieben ist? Der Traum von der Gerechtigkeit. Der Traum von einer Gemeinschaft von Menschen, die einander aushelfen, dass jeder bekommt, was er braucht. Der Traum davon, dass die, die haben, denen geben, die bedürfen. Der Traum der Solidarität. Also eigentlich etwas, was sich jeder auch vernünftigerweise wünschen dürfte, wenn nicht von vornherein feststehen würde, auf welcher Seite der Gesellschaft der Einzelne einmal stehen wird. Dazu gab es ein Experiment. Die Menschen sollten sich zusammensetzen und miteinander beraten, wie das Gut verteilt wird, welche Aufstiegschancen der Einzelne hätte, wie das Gut von Generation zu Generation weiter vererbt oder irgendwann auch einmal wieder zurückgegeben werden müsste an die Gemeinschaft. Die wichtigste Voraussetzung bei diesem Experiment war, dass erst hinterher die Rollen in dem Spiel verteilt wurden, wer zu den Besitzenden und wer zu den Armen gehört, wer zu den Schlauen und wer zu den Gebildeten und wer zu denen gehört, die wenig Chancen auf Bildung und Entwicklung hätten. Und weil das vorher nicht feststand, wurden ganz eigenartige Spielregeln erhoben, nämlich, dass niemand Besitz auf Dauer haben könne. Diese Notbremse haben die eingebaut, die befürchtet haben, bei dem Spiel, wenn die Karten verteilt werden, in die Rolle derer zu kommen, die nichts haben und wollten sich die Chance bewahren. Wenn nicht von vornherein feststeht, auf welcher Seite der Gesellschaft wir sind, wenn die blanke Vernunft uns eingibt, wie wir mit Besitz, wie wir mit dem umgehen sollen und dürfen, was wir haben, kommen andere Spielregeln zum Zug, die eher und näher an dem sind, was uns Jesus vom Reich Gottes verkündigt hat, nämlich, dass jeder das bekommt, was er braucht. Dass Besitz etwas ist, was für alle da ist, was niemals ein für allemal festgeschrieben in den Händen derselben Familien sein darf,
dass die, die arm sind, auf ewig verdammt sind, in den Generationen arm zu bleiben, und dass die, die reich sind, immer weniger werden, aber dafür immer mehr besitzen. Diese scheinbar auf Ewigkeit festgeschriebenen Regeln dieser Welt, sie werden im Reich Gottes nicht gelten können. Denn da heißt es, dass jeder bekommt, was er braucht. Die Gemeinschaft der ersten Apostel und Kirchen ist ein Modell des Reiches Gottes, wie es unter den Bedingungen dieser Welt sein könnte, eine Momentaufnahme in eine andere Welt, die untergegangen ist. Das Reich Gottes bleibt ein Traum. Es bleibt ein Witz der Weltgeschichte und bleibt etwas, was wir niemals ganz aufgeben dürfen in unserem eigenen Bemühen nach Gerechtigkeit und Ausgleich, dass jeder bekommt, was er braucht. Denn wie hat es Mahatma Gandhi einmal auf Englisch so wunderbar formuliert? There is enough for every need, but not for every greed. Um es kurz zu übersetzen, die Welt bietet genug, um die Not der Menschen zu lindern, aber ist nie genug für ihre Gier. Amen. Gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Dass wir verstehen, Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Den Gemeinden in Eckersmühlen und Wallesau ist Folgendes bekannt zu geben. Die Einlagen in Eckersmühlen betrugen die Kollekte vom Kirchweihgottesdienst am Spielplatz Dorfkessel 155 Euro, je zur Hälfte für Rummelsberg und für die Kirchenrenovierung. Weitere Gaben, insgesamt 510 Euro für die Kirchenrenovierung, 50 Euro für die Videogottesdienste und 50 Euro für die Kollekte. In Wallesau wurden gegeben die Kollekte für Diakonie in Bayern 103 Euro, eine Spende für die eigene Gemeinde in Höhe von 15 Euro. Für all diese Gaben sagen wir sehr herzlich Dankeschön. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Folgende Gottesdienste feiern wir am nächsten Sonntag. Hier in Wallesau um 8.45 Uhr Gottesdienst und auch in Eckersmühlen um 10 Uhr auf der Wiese hinter dem Dorfkessel. Ich möchte darauf hinweisen, dass der kirchliche Unterricht in der Woche nach den Pfingstferien wieder beginnt.
Am Mittwoch haben wir Präparanten- und Konfirmandenunterricht in Wallisau und am Donnerstag haben wir Präparanten- und Konfirmandenunterricht in Eckersmühlen. Ich grüße Sie mit dem Spruch der Woche aus dem Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinden und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du Gott des Lebens, wir wollen lernen, für unseren Nächsten da zu sein, der uns braucht. Wir wollen lernen, den Trauernden unser Ohr zu schenken und zuzuhören, bevor wir ihnen Ratschläge erteilen. Wir bitten dich für das Zusammenwachsen der Völker in unserer globalen Welt, dass nicht gegenseitiges Misstrauen das Miteinander prägt, sondern der Wille nach echter Verständigung. Wir bitten dich für die weltweite Ökumene. Lass die verschiedenen Kirchen und Konfessionen sich annähern, damit sie gemeinsam dein Heil verkündigen, das allen Menschen über alle Grenzen hinweg gilt. Wir bitten dich für den Dialog der Religionen, dass er nicht durch Unverständnis und Misstrauen erschwert wird. Hilf uns, die anderen Religionen wertzuschätzen und Verständnis zu haben für ihre Besonderheit. Denn wir möchten auch, dass unsere Religion wertgeschätzt und ihre Besonderheiten verstanden werden. Wir bitten dich für die Menschen, die nicht teilhaben am Reichtum und am wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes. Lass uns die Not unseres Nächsten erkennen und öffne unsere Herzen, damit wir ihnen freigebig und großzügig begegnen. Denn du willst, dass allen Menschen geholfen wird und sie in einer Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern leben. Danke, dass du immer für uns da bist. Lasst uns gemeinsam beten, wie der Herr selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Musik